Ja, meine Damen und Herren, ich bin nicht geschrumpft, ich bin auf die Knie gegangen vor Jonte. Jonte zeigt uns nämlich hier in Lahnstein den neuen Kur- und Heilpark. Und Jonte, du bist quasi Spezialist, du warst ja schon mal hier, oder? Einmal. Okay, und was kann man hier alles so machen? Erzähl mal. Wir haben eine Schlange auf eine Schlange laufen und mit so Reifen so hin und her schwingen. Mit Reifen hin und her schwingen. Gut, ich bin aus dem Alter raus, aber Jonte, wir checken das, oder? Mhm. Wie heißt der Satz? Ich check das, genau. Ja, Jonte läuft schon mal vor. Warte doch, Moment, ich bin alt, ich kann nicht so schnell. Und los geht's auch schon. So schnell komme ich gar nicht hinterher. Aber von dem Spielen und Entdecken erst einmal zu den Fakten. Schwerpunkt des Kinderheilwaldes ist die Wiederherstellung der Gesundheit von Kindern. Indikationen sind beispielsweise Übergewicht, Schlafstörungen sowie Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen. Aber natürlich darf man auch einfach so zum Spaß hier nach Herzenslust herumtoben. Nur eines war komisch. Leider darf man noch hier nicht durchspringen, weil das ist leider gesperrt für immer. Okay, warum, wieso und weshalb genau diese Station gesperrt war, weiß vielleicht nur Till, der Waldwichtel. Denn Waldwichtel Till wird den Kindern das Thema Wald näher bringen, ihnen spannende Dinge erklären und ihnen zeigen, was es alles zu entdecken gibt. Vor allem soll er die Themen Ruhe, Bewegung, Sinneswahrnehmung, Kommunikation und Kreativität veranschaulichen. Unser Checker Jonte genießt auf jeden Fall alle Stationen in vollen Zügen. Jonte, du bist jetzt hier auf der... Uiuiuiui, aber da habe ich es gefährlich, habe ich es heute hier. So, Jonte, auf was ist denn das genau für eine Schaukel? Erzähl mal. Fürs Schwingen. Wie fürs Schwingen? Lies mal dahin. Ah, man muss ein Schild lesen. Das ist nämlich hier alles auch wunderbar beschrieben, ne? Und sag mal, wie ist das denn, dass hier so ein bisschen was gesperrt ist? Das ist ganz schön blöd, oder? Und was kann man hier so alles erleben? Wir haben jetzt hier geschwungen, wir haben getanzt. Das heißt, für Kinder würdest du das empfehlen? Daumen hoch oder Daumen mittel oder Daumen runter? Nur mittel, kein Daumen hoch? Haha, soll ich auch mal damit schwingen? Ist dann der ganze Daumen oben? Nein. Nein, gut, dann schauen wir mal weiter. Selbst die Schulbank kann hier gedrückt werden. Naja, fast. Ein Waldklassenzimmer aus Vollholz soll die positiven gesundheitlichen Wirkungen des Waldes mit denen des Holzes verbinden, sodass für Kinder und Jugendliche ein Waldklassenzimmer entstanden ist. Aber auf Schule hat unser Checker Jonte noch gar keine Lust. Toben steht da eher auf dem Stundenplan. So, Jonte, jetzt haben wir hier ja quasi gespielt, der Fußboden ist Lava. Was musste man hier machen? Man muss so klettern, dass man nicht mit den Füßen auf den Boden kommt. Erzähl mal. Das war ganz einfach für mich. War das ganz einfach und wir sehen da hinten die Mama. Meinst du, für die Mama ist das auch einfach? Nein. Nee, ne? Die Mama kann das nicht. Ich habe schon das jetzt. Einmal habe ich das schon mal gemacht. Aber nicht nur für die kleinen Checker wie Jonte gibt es hier eine Menge zu erleben und zu entdecken. Auch Erwachsene sind natürlich eingeladen mitzumachen. Aber das viele Entdecken und Toben macht natürlich auch müde und mit ein bisschen Pech hat man sogar was? Einen Stein im Schuh. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Ja, Jonte, du bist auf Steinesuche. Nein. Ich dachte, du hast einen Stein im Schuh. Jetzt haben wir hier viel erlebt. Man darf nicht den Boden berühren. Eine große, große Wippe war da. Sogar ein Waldklassenzimmer. Was hat dir denn als Checker Jonte am besten gefallen? Das Tanzen. Das Tanzen mit Mama. Und soll ich dir mal sagen, was ich am coolsten fand? Die Reifen, diese Schwingenschaukel. Also würde ich sagen, was machen wir? Wir machen schon Daumen hoch, oder? So, check. Wunderbar. Danke.